Hallo, herzlich willkommen zu CMC TV. Mein Name ist Konstantin Oldenburger. Willkommen zu einem Update. Hatten ja heute Morgen bereits die Eröffnung oder ja, Nachwahleröffnung besprochen. Zunächst ging es ja sehr freundlich los und wir hatten einen schönen Anstieg, haben erneut die 15.700 Punktemarke erreicht und ja, jetzt ist es sehr interessant, weil wir einen Rücksetzer bekommen haben, wie kurz angesprochen, dass eben der Asien-Support, also das Tief, was im Asienhandel gemacht wurde, erreicht wurde. Gleichzeitig ist das 61er Retracement erreicht worden. Wir haben es sogar etwas unterschritten. Genau, ich zeichne es nochmal ein. Ich habe also den Tiefpunkt vom Freitag mit dem heutigen Hochpunkt verbunden und dadurch erhalten wir eben das Retracement. Dieses Retracement ist wie immer dann zwischen 38er und 61er eigentlich interessant. Also diese Zone hatten wir dann heute Morgen angesprochen und da ist der Markt jetzt rein. Und gleichzeitig eben kurz oberhalb vom 61er Retracement ist das Asientief hier bei 15.600 in etwa. Okay, also diese Zone ist erreicht und das ist jetzt super wichtig, wie es oder ja, was der Markt jetzt eben entscheidet, wie er mit dieser Zone umzugehen hat. Wir hatten bereits schon einen Bounce, der am ersten Widerstand hier gescheitert ist und ein neues Tief. Und dieses neue Tief, das hat jetzt hier eine kleine Divergenz etabliert, wenn man sich den 5-Minuten-Chart anschaut. Und ja, das wird jetzt hier interessant für die US-Eröffnung hier im Germany 30. Also bullish wäre es, wenn praktisch diese Zone hält, also zwischen Asientief und 61er Retracement und das Tief eben vom Freitag, dieses Fett-Tief, nicht unterschritten wird. Warum ist das wichtig? Damit dementsprechend hier die Auffächerung dieses Anstieges weitergehen kann. Und hier würde man praktisch mit diesem ersten Anstieg, der jetzt seit Freitag eben begonnen hat, eine 1 dann nehmen. Und wir müssen ja das Retracement verteidigen, ansonsten ist es ja kein Retracement. Und sodass eben diese Zone hier verteidigt werden muss für eine 2, bevor dann eben die nächste Rallye-Phase starten kann und eben die 16.000, also das Allzeithoch, dann im gleichen Zuge erreichen kann. Das wäre dann die Ausgangssituation für diese Variante. Und in diesem Kontext gilt es dann natürlich auch das Freitagstief, das ist hier der Ursprungswert ja, dieser Situation. Das darf dann natürlich nicht unterschritten werden. Ansonsten ja, bricht dieses Szenario und dann wird das erste Szenario mit dem ja, nicht unbedingt tieferen Eintauchen, aber zumindest, dass wir ein zweites Mal ja, dieses Tief eben vom Freitag nochmal erreichen. Ich zeichne es auch nochmal ein, was damit gemeint ist. Und zwar ja, beschäftigen wir uns ja mit dieser Zone hier zwischen 400 und 250. Das hier ist dann eine interessante Zone, dass der Markt ebenfalls hier noch reinlaufen kann. Die erste Annahme ist natürlich, dass am Freitag dann diese Korrektur hier noch nicht abgeschlossen wurde, sondern wir, wie heute Morgen gezeigt, ja mit dem Anstieg hier eine B-Welle etablieren und ja möglicherweise eben hier dieses zweite Standbein auf die Unterseite benötigen. Ja, vielleicht sogar mit einem Touch dann eben auf der 400, vielleicht sogar 250, um diesen zweiten Push hier hinzubekommen. Das ist dann weiterhin ja diese zweite Idee, dass wir ja diese Situation so ja, dann eben beobachten sollten. Okay, in dem gleichen Zuge kann man auch einen Fibo setzen, und zwar von hoch auf tief natürlich. So, und hier würde dann dementsprechend ja das Retracement zwischen 38er und 61er interessant werden. Aber das 38er, das wäre ja eigentlich kurz unterhalb vom Freitag-Tief. Ebenfalls eine interessante Situation, dass man hier unten die Stops eben holt, bevor dann eben ein Abdrehen hier möglich ist. Dann die zweite Zone oder die 50er, das 50er Retracement ist dann bei 15.395, kennen wir, ist dann der Hochpunkt dieser Supportzone und die 306 eben als 61er Retracement von diesem kompletten Anstieg. Und genau dieser Bereich ist dann eben interessant, sollte jetzt diese 560, wo wir uns aktuell befinden, nicht halten. Aber da würde ich mir jetzt in dem Sinne keine Gedanken machen, sondern wenn long, dann muss er hier über dieses Zwischentief, sodass man eben prozyklisch hier agieren kann, ohne dass man da jetzt auf einen
Tiefpunkt etc. spekuliert. Und diese prozyklische Entwicklung, die beginnt dann eben hier über dieses Zwischenhoch. Solange wir da drunter bleiben, muss man nicht dieses Tief hier antizipieren. Man kann, wie gesagt, das Handeln gegen das Tief ist eine Option, um eben diesen Kontrollpunkt eben hier zu haben. Alternativ eben dann diese Zone, die ab 484 beginnt. Okay. Das die beiden Situationen oder Optionen für den Germany 40. Wir kommen zum US-Markt und da ist es eigentlich sehr spannend. Zum einen, vielleicht das fangen wir so an, die bärische Situation. Eine bärische Situation würde sich einstellen, ich lösche mal die Fibos, damit man es besser sieht, ist wie folgt, dass eben allgemein dieser Aufprall auf die 33.700 die Korrektur noch nicht beendet hat, sondern wir eben einfach nur in einer Erholung sind, die dann nochmals zu einem zweiten Abverkauf hier führt in Richtung Juni-Tief und zwar in Richtung 33.000. Okay, das würde dann so wie aktuell hier eingezeichnet dann ablaufen. Okay. Da man jetzt aber die kurzfristigen Entwicklungen auch beobachten sollte und wir hatten ja hier eine schöne Ausbruchssituation jetzt vergangene Woche gehabt. Sodass der Markt einfach hier korrigiert. Die Frage ist jetzt, was war das jetzt für ein Hoch am Freitag beziehungsweise heute Morgen hier im US-Markt? Und genau die Frage, die können wir uns annehmen. Und zwar geht es hier darum, ob wir einen Fünfer von diesem Zwischentief vollständig hier absolviert haben. Also dass wir praktisch hier einen Schub haben, Gegenbewegung, dann der Anstieg eben für eine Welle 3. Am Freitag vorbörslich eben und zur Eröffnung diese schöne Bullenflagge hatten wir ja live besprochen praktisch. Und jetzt eben aktuell dieser Push, der möglicherweise diesen Fünfer beendet. Sollte das tatsächlich der Fall sein und wir haben ja jetzt hier diesen Abverkauf, müsste ja die Korrektur zurück zu 4 laufen in etwa. Und das ist dann praktisch genau dieses Freitagstief, dass wir diesen Bereich nochmal erreichen. Wie könnten wir dorthin kommen? Zum einen eben diese Dreierbewegung jetzt im vorbörslichen Handel wäre jetzt ein Vorgeschmack für das, was folgt. Und hier diese Dreierbewegung würde praktisch eine Welle A oder W ganz gleich abschließen, sodass zur Eröffnung jetzt gleich der Widerstand im Bereich 920 bis 970 dann besteht. Das ist dann diese Widerstandszone. Und in diesem Bereich wäre eben Platz für eine Welle B, bevor dann eben ein zweiter Abverkauf hier folgt, also das ist jetzt Intraday, um das Tief vom Freitag hier nochmal zu erreichen. Und es wäre dann halt eben perfekt, auch mit der DAX-Variante nochmals das Freitagstief entweder zu testen oder sogar rauszunehmen für die 400. Und das ist dann die Aufgabe, das dann weiter zu beobachten. Okay, also aktueller Widerstand dann für die Eröffnung 920 bis 970. Diese Situation dann sehr wichtig. Okay, also Retest Freitagtief, eine Option. Dieses Level kann man sich ja mit einem Alarm oder anderweitig eben schon mal markieren. Okay, was wäre ebenfalls möglich? Und zwar, dass wir ja hier schon in einer Auffächerung sind und diese begonnene Rallye am Freitag durch diese Flagge hier ebenfalls korrigiert wird, also so eine ähnliche Situation wie am Freitag praktisch darstellt. Also wir haben hier diesen Anstieg und vorbörslich korrigiert das Ding. Und für diese Option ist praktisch ein Fibo zu setzen vom Freitagstief auf das heutige Hoch mit der Europaeröffnung und hier dann die Zone zwischen 38er und 61er Retracement, das hier zwischen 860 und 750. Dass man diese Zone eben auf dem Bildschirm hat, dass man sich da
ein bisschen dann ja umschauen kann. Und sollte diese Zone halten, dann würde ja offensichtlich ein höheres Tief entstehen und somit eine Bullenflagge wiederum definieren. Und über dem Hoch vom Freitag, von heute Morgen, würde dann die nächste Ausbruchphase kommen, die dann die nächsten Retracements von diesem Push dann als Ziel hat. Und dieses Ziel wäre dann 35.154 und 310, jetzt für den heutigen Tag eben. Und deswegen ist diese Zone jetzt von heute Morgen sehr, sehr wichtig. Und diese Dreierbewegung, die es da gab. Und dadurch ergibt sich praktisch der Widerstand für die Eröffnung. Ich zeichne es nochmal ein, damit es dann auch visuell sichtbar ist. Das ist die Widerstandszone für die Eröffnung. Und hier wird sich entscheiden, ob wir einen Retest des Freitagstief bekommen. Also wir haben knapp 300 Punkte Abwärtspotenzial. Und dann eben der Retest des Freitagstiefs. Und dann würde praktisch diese erste Option eben, dass wir zurück zum Test gehen und gleichzeitig eben hier dieser Fünfer, wie vorhin eingezeigt, eben fertig werden. Und dann beginnt die allgemeine Zone, die hier als Support zu greifen. Und nach dieser Korrektur, solange eben diese 33,7, gegen diese würde man dann Ideen im Sinne des Trendes angehen, würde dann von hier die nächste Anstiegsmöglichkeit geben, wenn die Zone dann hält und die 33.700 nicht unterschritten werden. Okay, also sehr interessant dann für den US-30. Okay, kommen wir zum Nasdaq. Der hat heute ja einfach ein Träumchen abgeliefert. Und zwar am Freitag war der ein bisschen hinter dem US-30 und hat dieses 161er Extensionsziel, ich zeige es nochmal aus dem Stundenchart, der hatte das noch nicht erreicht. Also wir sind am Freitag nur auf ein Hoch bei 346 gekommen und das 161er, das sind ja die 870, meine ich, im US-30, die wurden jetzt noch nicht erreicht, dieses 161er Extensionslevel. Und das wurde jetzt heute mit der europäischen Eröffnung, wurde dieses Level erreicht und zack, plötzlich kippt der Markt und wir handeln runter. Und da ist der Nasdaq jetzt schon deutlich vorangekommen mit der Korrektur, denn er hat das Freitagstief schon erreicht, sodass hier ein tieferes Rückschlagspotenzial besteht und allgemein dann eben dieser Fibo hier ja beachtet werden sollte. Und diese Zone, die dann interessant ist, also das wäre die allgemeine Zone und hier sieht man ja schon, dass das 61er dann interessant wird. Bei 120 und 15.052 das 76er Retracement. Also das hier ist für den heutigen Handelstag wichtig, dass wir diese Marke verteidigen, um ein höheres Tief dann zu etablieren. Dann hätte der Nasdaq hier wieder eine Chance anzusteigen und dann die 390 nachhaltig dann rauszunehmen. Was auch sein kann, was jetzt eine spezielle Schwäche für die Tech-Werte beinhaltet, ist natürlich die steigende Rendite, also die Zinsen steigen in Amerika und auch im Bund-Future erkennt man das aktuell. Und genau, das ist ja jetzt Gift, wie man weiß, eben für Tech-Werte, weil die eben ja stark profitieren, wenn die Zinsen scheinbar niedrig sind. Und von daher könnte das das heutige Thema sein, Anleihen. Kurse fallen und dementsprechend fallen die fällt der Nasdaq oder Tech-Werte. Okay, also 120 bis 15,52, das hier die wichtige Marke für den NDAC 100. Das wäre dann der Fibo vom Tief hier am 22. September bis zum Hoch heute Morgen. Okay, genau, war jetzt sehr ausführlich. Im Euro, ja, da ist wirklich
oder diese Bodenbildung an sich ist gefährdet. Es tut sich wenig. Wir kämpfen weiterhin um die 1,17. Müssen wir schauen, wir haben jetzt vorhin die 1,750 angedeutet, dass dort eben ein neues Momentum und auch eine Schulterkopf-Schulter-Invers gestartet werden kann. Genau, bis dahin ist noch weit, deswegen ja, schauen wir mal an, wie es weitergeht. Da ist im Moment wenig Bewegung, auch nicht so interessant dann. Okay, im Gold. Ja, da haben wir jetzt schon am Freitag eine kleine Barriere hier aufgebaut, und zwar die 1782 und 1787. Der Tiefpunkt vom 8. September und der Hochpunkt vom 22. September würden diese Zone definieren. Und solange wir darunter handeln, ist die Gefahr gegeben, dass wir einen Retest der 1680 hier vornehmen. Und da sollte man dementsprechend vorsichtig agieren oder die Short-Seite suchen, solange dieser Widerstand hier eben intakt ist und nicht durchbrochen wird. Und ansonsten schauen wir hier einfach mal weiter, wie sich das Ganze entwickelt. Aber dieser Widerstand von letzter Woche, mega wichtig. Okay, genau, Bitcoin, da hat sich jetzt heute auch wenig ergeben, wobei die Erholung eben vom Freitagsabverkauf erstmal ermutigend ist. Also die Trader haben hier auf dem 76er erstmal agiert und haben das Tief verteidigt. Und genau das ist dann die Idee, dass eben dieses Retracement hält und der nächste Ausbruch über die 45 eben die Bullen in eine vorteilhafte Situation dann bringt, sodass die nächsten beiden Hochpunkte hier angelaufen werden. Das ist die Aufgabe dann weiterhin. Okay, Öl geht weiter seinen Weg, perfekt eigentlich. Und wir erreichen jetzt gleich dieses 161er Extensionslevel hier von dieser ersten Rallye-Phase. Und ich bin mal gespannt, ob es hier eine Pause gibt in diesem Anstieg oder ob wir direkt durchmarschieren in Richtung 86. Also wenn man jetzt sieht, was an den Tankstellen scheinbar in Großbritannien los ist oder auch in anderen Ländern, Wahnsinn. Da gibt es einen richtigen Run auf Benzin. Das ist fast wie 1970 mit der Energiekrise oder Ölkrise. Da kann der Preis, wenn er weiter steigt, das Ganze noch verschlimmern. Aber genau, erstmal hier das 161er. Da wäre jetzt so ein kleines Zwischenziel. Und dann eben die Frage, ob es ein direkter Durchmarsch ist. Ich habe es angedeutet jetzt schon letzte Woche, Welle 3 der 3. Dann gibt es da keine Freunde und kein Halten, sondern direkter Durchmarsch zum Retest dann dieses Hochpunkts aus dem Jahr 2018, dass das eben die Aufgabe ist, und da kommt erst der Widerstand rein. Okay, dann haben wir das eigentlich soweit besprochen. Es gab noch eine Frage zu First Solar. Können wir uns mal anschauen als Abschluss. Okay, also hier läuft auf jeden Fall auch eine Korrektur, und wahrscheinlich ist es die Frage dahingehend, ob wir hier gescheitert sind. Also ja, klar sind wir gescheitert, da an der 103 auf jeden Fall. Die Frage ist eher, halten wir die 80, weil die ist dann viel entscheidender, weil soweit ich das hier entnehmen kann, war ja scheinbar das letzte Update
können wir diese Zone hier, diesen roten Kasten, nach oben verlassen, um einen Ausbruch zu definieren, ja, der dann in Richtung 135 und 164 gehen kann. Oder ist diese Korrektur hier noch nicht abgeschlossen und wir bekommen ein zweites Hallo mit der 67. Und hier haben jetzt gerade ja Bullen und Bären beide einen Spaß. Und ja, diese ABC, die hier eingezeichnet ist, die ist natürlich dann negativ, weil wir scheitern eben an diesem Widerstand und laufen nach unten. Und die 78, die ist jetzt diese ja, richtungsweisende Stelle. Was man machen kann, ist entweder diese beiden Abschnitte separat aufzuteilen, also dass man sich das hier anschaut und dann diesen nächsten Push. Und diesen Push. Wobei dieser Push ja sehr dreiwellig aussieht. So. Also, dass die Korrektur, wenn das eine ist, als Running verläuft, so. Oder mit einem Retest dieser 78. Und in der Running sollten wir mindestens 61% dieses Überschießens korrigieren. Und ja, da laufen wir jetzt bald hin, denke ich. Die 89 ist dieses 61er Retracement. Am besten sogar ja, diese Zone hier beachten. Das wäre für diese Running-Geschichte interessant. Also, dass wir eine verkürzte zweite Strecke haben. Ausgehend davon könnte man entweder gegen die 78 arbeiten für einen nochmaligen Anstieg. Oder eben, dass man wartet und die 78 eben bekommt. Dass eben hier dieses tiefere läuft und dass die 78 dann eben halten. Und die 78 kann man dann gegen die 67 nehmen, um eben einen Kontrollpunkt zu haben. Nur diese zwei Möglichkeiten gibt es auf der Long-Seite. Also entweder die obere Zone oder die untere, damit sich das Ganze eben stabilisiert. Und ja, allgemein für die bullische Variante ist, dass dieses Tief hier unten, die 67, die sollten nicht verletzt werden, weil ansonsten eben die Korrektur hier ja noch viel, viel länger dauert und halt nicht starten kann. Okay, aber ja, bevor wir da zu tief in diesen Chart gehen, an sich, es gilt praktisch, diese Situation hier anzuschauen. Wenn es eine ABC ist, dann ja, gibt es da nichts zu handeln oder auch zu sehen. Ansonsten gibt es diese zwei Möglichkeiten, diese 89er in etwa. Hier ist der Support oder alternativ hier unten. Und das sind dann die zwei Marken, die bullisch sein können, solange praktisch der Tiefpunkt nicht durchbrochen wird. Und das ist hier diese Dreiergeschichte, die negativ wäre. Hier würde dann dieses 127er eben wirken und uns nach unten bringen. Okay, aber für die nächsten Tage diese Zone hier. Die gilt es zu beobachten. Okay, dann ja, soweit dann für den Moment. Von meiner Seite, dann hören wir uns morgen nochmals für zwei Sendungen, also auch um 9 Uhr bin ich nochmal da, bevor dann der Kollege Jochen Stanzel am Mittwoch dann wieder da sein wird und auch den Espresso wieder machen wird. Und genau, bis dahin weiterhin Good Trades, viel Erfolg und bis morgen, wenn Sie mögen.